Putin vor! 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 Russland rein nach Russland! Russland rein nach Russland! Vor einigen Wochen begann Russland, seine Truppenanzahl an der Grenze zu der Ukraine zu erhöhen. Die Provokationen gipfelten letzte Nacht darin, dass Russland mit seiner Armee in die ukrainischen Gebiete im Donbass einzog. Damit ist das Minsker Abkommen von 2015 Geschichte. Mit dieser Invasion verletzt Russland das Völkerrecht, greift in die Souveränität der Ukraine ein und riskiert einen neuen großen Krieg in Europa. Wir stehen in Solidarität mit der Ukraine und gegen die russische Aggression. Russland muss mit harten Sanktionen zurück an den Verhandlungstisch gezwungen werden. Für russische Großmachtfantasien ist im Europa des 21. Jahrhunderts kein Platz. Wir hören jetzt eine Reihe von Redebeiträgen und als erstes vom Antideutschen Kommunistenverband Leipzig oder so ähnlich. Auf jeden Fall gebe ich jetzt ab. Zum drohenden Krieg Russlands gegen die Ukraine. Der russische Einmarsch in den Donbass und die Anerkennung der beiden sogenannten Volksrepubliken stellt eine Zäsur in der Weltpolitik der letzten 40 Jahre dar. Der lokal begrenzte Krieg, den Russland schon seit Jahren unter falscher Flagge in der Ostukraine führt, hat sich in einen offenen und unleugbaren Angriff auf die nationale Unabhängigkeit und staatliche Souveränität der ganzen Ukraine ausgeweitet. Der Krieg gegen die Ukraine ist für den russischen Expansionismus nicht einfach ein Kettenglied in der Wiedereroberung des Herrschaftsterritoriums der Sowjetunion. Es handelt sich auch um einen wesentlichen Schritt hin zur Errichtung einer russischen Hegemonie über Europa. Nicht zuletzt die Dekarbonisierung der Energiewirtschaft in den westlichen Ländern stellt für die auf den Export von fossilen Energieträgern angewiesene marode russische Wirtschaft einen wichtigen Beweggrund für den aggressiven Expansionismus des Putin-Regimes dar. Das damit eine Flucht nach vorne antritt. Dieser Krieg ist damit ein offener und direkter Angriff auf den Westen. Zugleich hat die systematische Destabilisierung und Einflusspolitik Russlands in Europa nicht nur eine Schar von Anhängern, sowohl in Gestalt linker und rechter Totalitaristen in Linkspartei wie AfD rekrutiert, sondern bis in Parteien des demokratischen Zentrums, den Staatsapparat und die Unternehmer hinein eine breite Schicht mehr oder weniger offener Unterstützer seiner Interessen schaffen können. Diese tritt etwa als Lobby für die Gaspipeline Nord Stream 2 auf, mit der die energieökonomische Abhängigkeit und damit politische Erpressbarkeit Deutschlands durch das Putin-Regime unter erheblichen Nachteilen der Ukraine gewährleistet wird. Dass die deutsche Außenpolitik gegenüber Russland ebenso von genuin nationalökonomischem Interesse geleitet wird, demonstriert der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, dem größten Interessenverband zur Vertretung der Wirtschaftsbeziehungen des deutschen Kapitals nach Osteuropa, der 350 Unternehmen und Spitzenverbände umfasst. Oliver Hermes, der Vorsitzende des Ostausschusses, forderte in einem Statement im Januar 2022, dass Nord Stream 2 keine politische, sondern eine ausschließlich technische Frage sein müsste. Diese wachsende Spannungen mit Russland bereiten ihm Bauchschmerzen, weil durch geplante Investitionen gestört werden und Profite durch die Lappen gehen könnten. Vom Standpunkt solcher Kapitalinteressen ist die Politik der Entspannung und des Appeasements gegenüber Russland also durchaus konsequent und nachvollziehbar. Aber der heutige Aufschub des Genehmigungsverfahrens dieser Pipeline von Dauer sein wird, lässt sich
darum mit guten Gründen bezweifeln. Die Abhängigkeit vom russischen Erdöl- und Gaslieferungen bildet seit Jahren die zentrale ökonomische Grundlage deutscher Appeasement-Politik gegenüber der aggressiven russischen Außenpolitik. Um es sich mit Russland nicht zu verscherzen, verweigert die deutsche Bundesregierung ansonsten Rüstungsexporteur par excellence Waffenlieferungen an die Ukraine, die sich für ihre Selbstverteidigung jetzt bitter benötigt. Die niedliche Rolle des diplomatischen Dolmetschers, in der sich Deutschland gerne sieht, wird auf die russische Aggression keinen Eindruck machen und entbehrt mittlerweile jeder Aussicht auf Erfolg. Vorwand der duldenden und beschwichtigenden Haltung der deutschen Regierung gegenüber der russischen Aggression ist das Mantra der Deeskalation, das schon voraussetzt, das offensive Agieren der Putin-Regimes als Meister der Situation anzuerkennen, indem dessen erpresserische Forderungen gegenüber der Ukraine auf irrationale Weise als sensible Sicherheitsbedürfnisse und Konfliktparteien als gleichrangige Gesprächspartner behandelt werden. Hinter dem von Russland verlangten Sicherheitsgarantien stehen die Forderungen der Ukraine, die Möglichkeit einer NATO-Mitgliedschaft zu verweigern und damit die ukrainische Souveränität einzuschränken, sowie der Rückzug der NATO-Truppen aus den östlichen Bündnisstaaten. Die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien östlichen Bündnisstaaten, die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien laufen darauf hinaus, die entscheidenden militärischen Hindernisse für den russischen Expansionismus in Richtung Westen auf den Weg zu räumen und Osteuropa sturmreif für die russische Invasion zu machen. Aus diesem Grund widersprechen wir klar und deutlich dem Ansinnen der Veranstalter dieser Kundgebung. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr darum gehen, Russland zurück an den Verhandlungstisch zu zwingen. Die deutsche Bundesregierung muss zum einen endlich den Weg für Waffenlieferungen an die Ukraine freimachen, um deren Selbstverteidigungsfähigkeit gegenüber einer russischen Invasion zu erhöhen. Zum anderen muss die energiewirtschaftliche Nabelschnur des deutschen Putinismus Nord Stream 2 ein für alle Mal gekappt werden. Ich danke. Aber der Großteil meiner Familie wohnt noch in der Ukraine. Und ich glaube, in den letzten Jahren, wo ich in Deutschland gewohnt habe, habe ich mich sehr gut integriert und ich habe mich sehr an diesen europäischen Friedensgedanken gewöhnt. Und ich hoffe immer sehr auf Frieden und ich will glauben, dass es Frieden gibt. Aber ein Telefonat mit meiner Familie in der Ukraine gestern hat mir mehr oder weniger die Augen geöffnet. Denn das erste Mal musste ich mit meiner Familie reden darüber, ob sie bleiben oder in welches Land sie fliehen werden. Und ein Teil meiner Familie wird nach Polen, ein anderer nach Rumänien und andere Menschen kommen gleich zu uns. Und deswegen war das ein sehr, sehr wichtiger Tag für mich und deswegen wollte ich hier auch etwas sagen. Und ich glaube, meine einzige Botschaft an alle Menschen hier ist: Bitte nehmt es ernst. Bitte nehmt es ernst, was ihr in den Nachrichten seht. Und glaubt nicht an diese ganzen Theorien von Menschen, dass Putin einfach nur Angst vor einer NATO-Osterweiterung hat oder dass die Amerikaner alles provoziert haben oder selbst solche absoluten komischen Theorien, dass Kiew Atomwaffen baut, um Russland anzugreifen. Das sieht man doch, dass es Schwachsinn ist. Und ich will das auch glauben, nämlich weil es falsch ist und weil es aber heißt, dass es alles eigentlich vielleicht nicht so schlimm ist und dass die Wahrheit nicht stimmt, nämlich die Wahrheit, dass Putin und Russland der einzige Aggressor ist und dass Menschen sterben werden in meinem Heimatland. Und nicht nur einige, sondern zehntausende Menschen und dass so viele in Europa immer noch diese ganzen anderen Theorien glauben und die Wahrheit nicht sehen wollen, dass besorgt mich sehr und es macht mir wirklich sehr dolle Angst. Und deswegen mein einziger Appell: Glaub, bitte nehmt die Situation ernst. Es wird das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer richtigen Kriegssituation kommen. Und zum richtigen Krieg gehören viele Tote dazu. Und es ist für mich sehr, sehr persönlich, weil es mein Heimatland ist. Und
Es macht mich sehr, sehr sauer, dass viele alles verharmlosen, und deswegen bitte öffnet die Augen, nehmt es ernst und steht dafür ein, dass die russische Propaganda endlich mit euch endet, und tragt diese falschen Informationen nicht weiter, die der Kreml gibt, sondern steht für die Wahrheit ein und für die Menschen und nehmt es ernst. Dankeschön. Hi, auch von meiner Seite. Wie gesagt, ich halte jetzt einen kurzen Redebeitrag für die Jusos Leipzig, denn auch wir finden, dass die Situation mittlerweile sehr bedrohlich geworden ist und haben deswegen auch zu dieser Demo mit aufgerufen. Seit Jahren blicken wir mit Sorge in Richtung Ukraine. Besonders die letzten Wochen waren für ein friedliches Europa mit einer funktionierenden Sicherheitsarchitektur, mit einer Diplomatie auf Augenhöhe nicht leicht. Die gestrigen Ereignisse durch das russische Regime, Dankeschön, namentlich Putin, sind dabei nicht hinnehmbare Eingriffe in die völkerrechtliche Selbstbestimmung der Ukraine. Aus Donetsk wird berichtet, dass Panzerkolonnen die Stadt erreicht haben und dass die Uniformen der grünen Männer an der Frontlinie auf einmal von russischen Flaggen geziert werden. Diese Eskalation geht auf die Entscheidung des Kremls zu immer weiteren Eskalationen zurück und nicht auf das Handeln der ukrainischen Seite oder dem schwelenden Bürgerkrieg in der Region. Ganz klar ist, unsere Solidarität gilt jetzt der Ukraine. Ganz klar ist ebenso, der Kriegstreiber heißt Putin, nicht Ukraine, nicht USA, nicht NATO, nicht der Westen. Dieser beispiellose Bruch des Völkerrechts durch Russland und seinen Herrscher im Kreml lässt sich nicht entschuldigen. Die seit Jahren laufende Desinformationskampagne durch das russische Regime soll nicht nur die Demokratien in Europa destabilisieren und die Bevölkerung in Russland auf das Feindbild der Westen, in Anführungsstrichen, einschwören, vielmehr lenkt es von den innenpolitischen Problemen in Russland selbst ab. Die russische Bevölkerung möchte keinen Krieg. Die BürgerInnen möchten bessere Lebensbedingungen. Sie möchten die durch Putin beseitigten demokratischen Fortschritte der Perestroika und Glasnost zurück. Meinung und Pressefreiheit sind in Russland de facto aufgehoben. Auch die Opposition in der Duma äußert sich nicht nur in einem starren Korsett und keine Repressionen zu befürchten. Aus dem inneren Kreis von Nawalny ist zu hören, dass der Kreml nicht nur die Oppositionellen selbst angreift und in Lagern inhaftiert, sondern auch deren Familien unter Druck setzt oder sie gleich in Sippenhaft nimmt, um die Opposition einzuschüchtern. Besonders haben die vergangenen Wochen jedoch gezeigt, dem russischen Regime sind unsere diplomatischen Druckkulissen herzlich egal. Umso mehr sind wir als Jusos Leipzig erfreut, dass Elendsprojekte wie Nord Stream 2 nun endgültig gestoppt worden sind. Wir Jusos streiten für eine friedliche Außenpolitik und besonders in der SPD für eine neue Ostpolitik. Diplomatie auf Augenhöhe ist dabei unser Ansatz. Die derzeitigen Sanktionen sollen nicht die Bevölkerung treffen, sondern Putin und seine Getreuen. Nur so kann die Europäische Union mit ihren Verbündeten genügend Druck generieren, damit Putin an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Dabei setzen wir auf eine Vermittlerrolle durch Europa, Deutschland und Frankreich. Die Interessen der Ukraine, welche sich ihrer geopolitischen Bedeutung stets bewusst ist, darf nie unerwähnt bleiben. Es geht darum, dass wir gemeinsam mit der Ukraine am Verhandlungstisch sitzen und nicht über die Ukraine hinweg die Grenzen Europas neu ziehen. Um es ganz klar zu sagen, weder wir noch die Menschen vor Ort wollen einen offenen Krieg konventioneller Armeen. Bereits seit 2014 gab es ca. 13.000 Todesopfer ob der bestehenden Konflikte. Das sind mehr als genug. Als Jusos verhandeln wir lieber 100 Tage, als auch nur eine Stunde Krieg zu haben. Vielen Dank. Putin vor! 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 Putin убийца! Putin убийца! Putin убийца! Putin убийца! Putin убийца! Russland raus! Russland raus! Russland raus! Russland raus! Russland raus! Russland raus! Hallo, ich bin Franka von der Grünen Jugend und ich rede jetzt auch ein bisschen als Einzelperson. Genau, ich habe mich in den letzten Wochen viel mit der Situation in der Ukraine beschäftigt und habe mir gestern auch diese lange Rede von Putin in Simultanübersetzung angehört
Und was ich machen würde, wäre jetzt einfach mal kurz ein paar Stichpunkte zu geben, wie ich die Lage jetzt auffasse. Genau. Was ich gerade sehe, ist, dass Putin im Grunde versucht, die Sowjetunion wiederzubeleben. Wie er argumentiert, dass er eigentlich grundsätzlich die Ex-Sowjetrepubliken, die osteuropäischen Staaten, deren Souveränität anerkennt. Aber mit der Ukraine ist das ja jetzt nur eine kleine Ausnahme, weil seit der Maidan-Revolution sei sie ja von ausländischen Mächten beeinflusst. Und vergisst dabei zu sehen, dass Russland ja auch das Ausland ist für die Ukraine. Und was spannend dabei ist, diese Rede beginnt er, indem er sagt, es sei ein Verbrechen oder es sei geschichtlich falsch gewesen, dass Russland alleine die Sanktionen oder die Reparationskosten tragen muss von der Sowjetunion. Gleichzeitig stilisiert er aber Russland als alleinige Nachfolgerin der Sowjetunion und sieht es eben nicht, dass die anderen Republiken, die aus der Sowjetunion hervorgegangen sind, autonome, souveräne Staaten sind mit ihren eigenen Verfassungen. Und was auch zu betonen ist, er sagt ja, dass quasi die Ukraine diesen Westkurs erst seit der Maidan-Revolution habe, spricht da von einem Staatsstreich und vergisst dabei aber zu sehen, dass in der Verfassung der Ukraine selber drin steht, das Ziel, Teil der NATO zu werden und spricht da eben über diesen Vertrag zwischen der NATO und der Sowjetunion keine Osterweiterung der NATO vorzunehmen. Das war aber kein Vertrag, der mit Russland geschlossen wurde. Und diese Widersprüche sind in seiner Propaganda, in seinen Reden insgesamt drin. Dass er zum einen Russland als einzige rechtmäßige Nachfolgerin der Sowjetunion stilisiert, gleichzeitig die Zeit der Sowjetunion wieder aufleben lassen möchte und gleichzeitig dann aber auch dagegen wettert, die Entkommunisierung der Ukraine lobt, aber dann wieder Desinformation verbreitet. Genau, das waren einige Sachen, die mir jetzt nochmal aufgefallen sind, die ich spannend fand. Es kamen ja jetzt gerade viele Aufrufe, die Desinformationen von Putin nicht weiter zu verteilen, nicht zu glauben. Was ich auch spannend fand, es war jetzt auch von ihm die Rede von einem angeblichen Genozid in den als unabhängig erklärten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Und zwar am 17. Februar, und das ist auch totaler Blödsinn, wie halt unabhängige Pressestellen rausgefunden haben. Aber die Art, wie er das macht, er bezieht sich da auf völkerrechtliche Termini, auf Begriffe, die uns vertraut sind, Begriffe, die uns stutzig machen, die uns emotional machen, sodass es leicht ist, da dem Glauben zu schenken. Das ist wichtig, das einfach nachzurecherchieren und zu gucken, wie es denn nun ist. Und häufig denkt man ja auch, okay, es gibt tatsächlich zwei Seiten der Medaille. Vielleicht gibt es ja auch eine westliche Propaganda, aber das ist in dem Fall nicht so, sondern die unabhängigen Berichte stehen halt auf der Seite der Ukraine und stehen auch auf der Seite des Westens. Genau, das sind meine persönlichen Überlegungen dazu und genau im Namen der Grünen Jugend möchte ich hier noch die ungeteilte Solidarität für alle Beteiligten, für alle UkrainerInnen aussprechen, gerade auch diejenigen, die in den jetzt als unabhängig anerkannten Republiken wohnen und dort nicht die Möglichkeit hatten zu fliehen und jetzt in dieser Gewalteskalation mit drin sind. Dankeschön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, mit Erschrecken haben wir heute von dem Einmarsch russischer Truppen in die Ostukraine erfahren. Spätestens jetzt sollte wirklich allen Putin-VersteherInnen klar sein, worum es hier geht. Putin sagte am Montag, die Ukraine ist nicht einfach ein Nachbarland. Sie ist integraler Bestandteil unserer Geschichte, Kultur und unseres spirituellen Kontinuums. Damit spricht er der Ukraine die eigene Geschichte, Kultur und somit die Selbstbestimmung ab. In großzaristischer Manier werden sich Ländereien einverleibt, für Putin gilt das Recht des Stärkeren. Vorgeschobene Entschuldigungen für diese Aggression sind leider in linken Kreisen keine Seltenheit. So ist wahlweise die EU schuld,
da Putin nicht will, dass die Ukraine ihr beitritt. Dann ist wiederum die NATO schuld, weil Putin sich umzingelt fühlt. Dabei umzingelt die NATO höchstens das Mittelmeer. Sorry. Das Schlimmste an dieser Apologetik ist, dass die Menschen in der Ukraine überhaupt nicht gefragt werden. Es wird ihnen nicht zugestanden, selbst zu entscheiden, wo und wann sie beitreten. Anscheinend sind die verletzten Gefühle eines mächtigen Zaren das Einzige, was zählt. Nein, Russland ist kein sozialistischer Staat, er ist eine autoritäre, ultranationalistische Oligarchie, in der deutsche Unternehmen sehr gut Geschäfte machen können. Die Ukraine ist natürlich nicht perfekt, aber eine bürgerlich-liberale Demokratie sollte uns SozialistInnen lieber sein als ein autoritärer Staat, in dem der Kampf für Gleichheit unmöglich wird. Wir von der Linksjugend haben genug von der Appeasement-Politik. Während Putin Stück für Stück immer weitere Gebiete in ein neues russisches Kaiserreich eingliedert und Menschen- und Völkerrecht deutschen Kapitalinteressen weicht. Wir wollen keinen Krieg und deshalb fordern wir, Putin endlich wirksam in die Schranken zu verweisen. Das Ende von Nord Stream 2 und wirksame Sanktionen müssen Putin klarmachen, dass die Selbstbestimmung der Ukraine nicht verhandelbar ist. Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Nieder mit den Oligarchen. Putin Faschist! 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 Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Menschen, die hier zusammengekommen sind, дорогие друзья, ich stehe hier nicht nur als Sozialdemokrat, ich stehe als Vater von drei Kindern, die nicht eine deutsche Mutter haben, sondern die gemischt sind. Und aus einer gemischten Familie zu kommen, hat in Deutschland schon zu schlimmen Konsequenzen geführt. Mein Großonkel hat mir erzählt, wie es ihm im KZ ergangen ist, als er den roten und den gelben Stern tragen musste. Er hat mir erzählt, was er erlebt hat von einem wirklichen Völkermord. Und dann kommt dieser russische Präsident daher und erzählt der Welt, es gäbe in Lugansk und in Donetsk Genozid. Ein frecher, lügnerischer Vorwand, um ein Nachbarland zu überfallen. Aus reinem Imperialismus. Ich habe in Russland Jura studiert. Diese Möglichkeit hatte ich dank einer wunderbaren Russischlehrerin, die aus der Ukraine kam, mit einem deutsch-tatarischen Hintergrund, die uns Russland lieben lehrte, aber die uns auch die Ukraine lieben lehrte. Und ich habe in Weißrussland studieren dürfen, in Minsk, wo die Menschenrechte auch mit Füßen getreten werden. Aber ich hatte die Hoffnung, dass zumindest in Russland ein Rechtsstaat entstehen wird, weil sie eine Verfassung bekommen haben, in der tolle Sachen drinstehen. Aber es wird alles mit Füßen getreten. Und nicht nur nach innen, wo Menschen in Arbeitslager kommen, für Nichtigkeiten, wo die Polizei nicht wie hier steht und eine Versammlung schützt, sondern wo sie auf Frauen einprügelt, ohne Ende. Brutale Gewalt, unbestraft. Und wo Nawalny vergiftet wird in Deutschland, wo andere Politiker vergiftet werden, geschlagen werden, in Arbeitslager gesteckt werden für Jahre, obwohl sie nichts getan haben. Und wo meine einzige Möglichkeit, wie damals im Studium übrigens, ist, dass ich ausländische Presse lese. Und in Russland darf das nicht mehr erscheinen. Meine Lieblingsband kriegt regelmäßig Auftrittsverbot. Ich bin so ein bisschen Musiktherapeut, wie meine Schwester. Allerdings, ich habe nur Skinhead-Konzerte verboten für die Polizei früher hauptberuflich. Eine Tätigkeit, die sehr viel Spaß macht. In Russland werden nicht Skinhead-Konzerte verboten, sondern Konzerte einer Band, die sich Maschina Vremeni nennt. Die kann ich nur sehr empfehlen. www.maschina.ru. Ich wollte mit meinem Sohn David, der hier auch ist, sehr gerne im November zu einem Konzert fahren. Und diese russische Band, die seit 50 Jahren aktiv ist,
Die spielt in Lemberg, angeblich ein Hort des Nationalismus, wie mir Freunde erzählt haben, die dort beim Fußballspiel waren. Aber beim Fußballspiel hatten auch in Deutschland Nationalisten und Spinner. In Lemberg tritt diese russische Band auf und hat ohne Ende Fans. Und in Russland wird sie dafür regelmäßig bestraft, weil sie es gewagt hat, in der Ukraine, in ein Feindesland aufzutreten. So darf keine Politik laufen in Russland. Wir stehen hier nicht nur als Sozialdemokraten, Linke, Grüne, ich weiß, mich einig mit ganz vielen Freunden aus konservativen Bereichen. Wir stehen dafür da, dass in Russland wieder Normalität einkehrt und dass man nicht Nachbarn überfällt. Das Allereinfachste der Welt, das, was wir gelernt haben müssten nach diesen schrecklichen Weltkriegen, die wir in Deutschland angezettelt haben und unter denen Russland unendlich zu leiden hatte. Und nicht nur Russland, gerade die Ukraine. Das, was jetzt passiert, aus Russland, von einem Putin, der ein ganz großer Stalin-Versteher geworden ist. Ein Fan von Stalin, ein Verherrlicher von Stalin. Der entscheidet jetzt darüber, ob ein Staat ein Existenzrecht hat. Eine solche Entscheidung haben vor vielen Jahren auch mal zwei Staatschefs getroffen. Beide mit Schnurrbärten. Beide sowas wie Teufel in Person der Geschichte. Und diese Typen haben Polen einfach aufgeteilt untereinander und ausradiert. Wir müssen alles dafür tun, dass sowas nicht noch einmal passiert. Dass die Ukraine so bleiben kann, wie sie ist. Ich glaube nicht, dass es gelingen wird, mit Waffengewalt dieses Gebiet um Donetsk und um Lugansk wieder zurückzuholen. Das braucht vielleicht viele, viele Jahre am Verhandlungstisch. Und wenn es denn russisch wird, es ist immer noch besser, als dass Millionen Menschen jetzt sterben müssen. Zehntausende. Aber wenn Putin es wagen sollte, seine Truppen in das Gebiet zu schicken, was hinter der Kontaktlinie ist und was jetzt die Ukraine ist, erwarte ich eigentlich von Europa, dass es jeden Panzer abknallt, der es wagt, in dieses Gebiet reinzufahren. Ich bin nicht dafür, dass wir der Ukraine ohne Ende Waffen liefern. Aber 5000 Helme, das geht auch nicht. Das ist beschämend. Und da muss es mehr geben. Es gibt Waffen, die kann man nicht benutzen, um bis nach Moskau zu fahren. Ich möchte keine Panzer an die Ukraine liefern, aber Panzerabwehrwaffen sehr wohl. Luftabwehrwaffen sehr wohl. Und wenn wir Angst haben, sie in die ukrainischen Hände zu geben, dann können auch dort Soldaten von friedens- und freiheitsliebenden Ländern stehen. Es ist nicht schlimm, wenn dort Soldaten auch aus Deutschland stehen. Ich wünsche mir dort keine bewaffneten deutschen Soldaten. Das musste mein Großvater schon mal tun. Und er ist zum Glück verwundet worden. Ganz Lager und dann an die Westfront. Aber ich wünsche mir, dass wir dort Militärbeobachter haben, die auch dafür stehen, dass sie ein Teil von Deutschland, von England sind, von Frankreich, von mir aus, von Algerien und Marokko. Und wenn sie angegriffen werden von einmarschierenden russischen Truppen, dass das auch ein Angriff auf diese Länder sind, die die Ukraine solidarisch unterstützen und beobachten, was tatsächlich passiert. Das wäre ein wichtiger Schritt neben den Sanktionen, die hier angesprochen wurden. Ich danke allen für die tollen Analysen, die ich gehört habe. Selbst die antideutsche Analyse war brillant. Und was die Waffenlieferung angeht, das müssen wir vielleicht nochmal ausdiskutieren. Aber wichtig ist, dass wir nicht locker lassen und drängen, alle die, die wir kennen im politischen Bereich, wirklich, dass die Sanktionen kräftig durchgezogen werden. Dass man diesen Typen Schröder nicht erlaubt, noch einen Cent mehr zu verdienen, im Nebenverdienst als Ex-Bundeskanzler bei Putin und seinen wirren Gasgeschäften. Dem muss ein Schloss und Riegel vorgeschoben werden. Und so jemand hat in einer sozialdemokratischen Partei nichts zu suchen. Von mir aus kann er nach Moskau gehen. Ich bitte euch nochmal, weil dieser Krieg schon viele Jahre geht in der Ukraine, um eine kurze Minute des Schweigens für alle Menschen, die bisher ihr Leben gelassen haben, von beiden Seiten. Ich denke auch an Wehrpflichtige aus Russland und deren Leiden für eine schreckliche Idee gewesen ist. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, das zu tun und dass wir alle dazu beitragen. Es gibt weitere Demonstrationen, immer am Montag, am Samstag. Immer samstags. Ja. Um wie viel Uhr? Nicht immer samstags. Die Demo ist noch nicht, es ist noch keine Bestätigung zu
zur Demo gibt, aber es geht um Samstagnachmittag eventuell. Samstagnachmittag am Marktplatz in Leipzig. Bitte haltet die Augen und Ohren offen in den sozialen Netzwerken und guckt nach, ob ihr damit zur Unterstützung kommen könnt. In diesem Sinne, lasst uns noch mal eine Minute der Opfer gedenken und hoffen, dass Frieden kommen wird. Vielleicht sind es doch noch ein paar Worte. Weil tatsächlich ist es ja so, dass wir nicht erst seit gestern oder vorgestern, seit einem Monat die Situation haben, sondern eigentlich seit Jahren schon in der Situation einer hybriden Kriegsführung sind, die vor allen Dingen über die Medien, über die Informationen läuft und von mehreren Seiten tatsächlich gestreut werden mit Behauptung, mit Unterstellung. Die Situation jetzt, was gesagt wird, es würde ein Genozid in Luhansk und Donetsk geben, beruht ja darauf, dass dort Massengräber gibt. Und das, was wir wissen, ist, diese Massengräber gibt es tatsächlich. Und das wurde auch vorhin schon angesprochen, warum. Als 2014 dort nämlich der Krieg ausgebrochen ist durch die russischen Separatisten, angeführt durch Russland, sind dort mehr als 30.000 Menschen innerhalb von kürzester Zeit gestorben. Darunter sehr viele Zivilisten, und zwar durch Schüsse von beiden Seiten. Und diese Menschen mussten begraben werden, und die liegen auch in diesen Massengräbern. Nur sind diese Massengräber nicht neu. Und wenn sie denn neu wären, wenn diese Behauptung stimmen würde, wäre es doch kein Problem für Russland, neutrale Beobachter zuzulassen, die diesen ungeheuerliche Behauptung neutral untersuchen können. Und genau das macht Russland nicht, weil Putin kein Interesse an der Wahrheit hat, sondern weil er dort tatsächlich mit falschen Behauptungen Stimmung machen will. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich zur offenen Kampfhandlung kommt. Russland hat an den Grenzen zur Ukraine 165.000 Soldaten zusammengezogen. Das reicht für einen Angriff, wird aber nicht reichen, um ein Land von 44 Millionen Menschen zu beherrschen und einzunehmen. Und ich glaube auch nicht, dass das das Ziel ist. Das, was Putin nämlich noch gemacht hat, ist, über die Schwarzmeerflotte die Ukraine quasi die Handelswege auf dem Schwarzmeer komplett abzuschneiden. Und damit es nicht als Blockade genannt werden kann, ist nur noch eine ganz schmale Verbindung offen, die so gefährlich ist, dass die meisten Reedereien, um dort Handel zu treiben, diese Route nicht nehmen. Die Ukraine wird nämlich gerade auch wirtschaftlich von den Handelswegen durch Russland abgeschnitten. Und die Zielstellung von Russland dahinter ist doch relativ offensichtlich. Jetzt die Einnahme von Donetsk und Luhansk und die Einverleibung ins russische Territorium, übrigens genauso wie bei der Krim. Die Umstellung, das heißt das wirtschaftliche Ausbluten der Ukraine und damit darauf setzen, dass die Ukraine von innen heraus zerfällt. Und meine größte Angst ist, und das sage ich auch relativ deutlich, als die Krim damals annektiert wurde, gab es einen riesen Aufschrei. Das war 2014. Diskutieren wir irgendwo noch offensiv über die Krim? Diskutieren wir noch irgendwo offensiv über das Selbstbestimmungsrecht der Völker? Die größte Gefahr, die ich momentan sehe, besteht darin, dass Putin mit seiner Strategie langfristig Erfolg haben wird. Die Gefahr ist nicht, dass es einen offenen Krieg gibt, sondern dass Putin Stück für Stück näher rückt. Und ja, auch die Amerikaner sind nicht ganz schuldlos an der Situation. Es gibt ein Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und wir sollten dringend aufstehen und uns gegen jeden Imperialismus, egal von welcher Seite, tatsächlich stemmen. Und auch gegen jeden Krieg. Und das in aller Deutlichkeit. Und nicht nur jetzt in dieser Situation, sondern grundsätzlich. Danke. Das war der letzte Redebeitrag für heute. Ich danke allen, die einen Redebeitrag gehalten haben. Ich glaube, wir haben hier ganz vielseitig gehört, was die Menschen zu der Situation bewegt. Ich danke vor allem der ukrainischen Community, dass ihr heute hier da seid und ein Zeichen setzt.
und uns dabei unterstützt. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass vermutlich am Samstag um 16 Uhr auf dem Marktplatz eine Kundgebung stattfinden wird über alle Kanäle, über die ihr das heute auch erreicht, über die euch das heute auch erreicht hat, werdet ihr das mitbekommen. Genau, dann danke allen, die hierher gekommen sind. Es gibt jetzt noch ein Lied und dann würde ich die Versammlung beenden.